entzieht dem berühmten Professor Hans Küng die Erlaubnis, im Namen der katholischen Kirche zu lehren. Plötzlich stand Papst Johannes Paul II. Als erzkonservativ und als Feind der Freiheit da. Und die ganze Frage des kirchlichen Lehramtes stand ganz virulent in der Diskussion. Der Entzug der Missio Canonica, also der Erlaubnis, im Namen der katholischen Kirche zu lehren, wurde vielfach, so erinnert Kardinal Ratzinger daran, als autoritäre Unterdrückungsmaßnahme gebrandmarkt, als Angriff auf das heilige Urrecht der Freiheit. Ich kann mich gut erinnern, wie die Debatte heftig damals in der Schweiz besonders geführt wurde. Ich habe mich beteiligt mit Artikeln an dieser Debatte. Die freie Meinungsäußerung schien aus der Kirche verbannt zu sein, die Menschenrechte gewissermaßen mit Füßen getreten. In dieser Diskussion ging es vor allem um die Frage des Christusbekenntnisses. Ich kann mich noch gut erinnern, wie damals Hans Küng, nachdem er sein Buch Christsein veröffentlicht hatte, 1974, die Frage gestellt wurde, damals von Kardinal Höffner in Köln: Sagen Sie klar und deutlich, glauben Sie, dass Jesus, der Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes ist? Und die Antwort war ausweichend. Hans Küng sprach in seinem Buch Christsein von Jesus als dem Sachwalter Gottes. Aber das klare Bekenntnis zu ihm als Sohn des lebendigen Gottes, das blieb aus. Die Debatte spitzte sich dann zu auf die Frage: Gibt es überhaupt Formeln des Glaubens, auf die man verpflichten kann? Kann man überhaupt den Glauben in Formeln fassen? Lässt sich die Lehre Jesu, lässt sich das, was die Person Jesu betrifft, auf Begriffe, auf lehrmäßige Sätze zurückführen? Und wenn ja, welche Aussagen passen auf Jesus? Und passen diese Aussagen immer, auch heute oder nur damals, in bestimmten Zeiten und Kulturen? Kardinal Ratzinger ging damals in der Silvesterpredigt der Frage nach: Der christliche Glaube ist von Anfang an unter der Formel angetreten: Ich glaube, dass dies so und so ist. Ich zitiere ihn: So deutlich hat Paulus das im 6. Kapitel des Römerbriefs herausgestellt. Im Vers 17 sagt Paulus: Die für uns von höchster Bedeutung seiende Aussage. Es heißt da, Paulus im Römerbrief: Gott sei gedankt, ihr wart Sklaven der Sünde und seid von Herzen gehorsam geworden gegenüber dem Typos der Lehre, in den hinein ihr übergeben worden seid. So wörtlich übersetzt, eine etwas seltsame, schwierige Formulierung. Kardinal Ratzinger kommentiert sie. Aber lassen Sie mich zuerst etwas über den Gehorsam sagen. Nicht, weil das jetzt aktuell ist, auch deshalb, weil das ein Thema in der Kirche ist, sondern weil Paulus das anspricht: Ihr seid von Herzen her gehorsam geworden gegenüber der Lehre, dem Typos der Lehre, werde das gleich erklären. Ratzinger sagt,
Der Gegensatz zur Sklaverei, zur Unfreiheit, ist für Paulus nicht die Bindungslosigkeit, sondern der von Herzen her kommende Gehorsam. Von Herzen Gehorsam. Das ist keine sklavische Unterwerfung, sondern was ist Gehorsam? Ist das Einstimmen, fast möchte ich sagen, das Einschwingen in den Willen eines anderen. Jesus hat seinen Gehorsam dem Vater gegenüber gelebt, im vollen Vertrauen, in Freiheit, Einschwingen in seinen Willen. Gerade der Ungehorsam dem Willen Gottes gegenüber wurde ja zur Ursache unserer Unfreiheit. Der Gehorsam dem Willen Gottes gegenüber ist Freiheit. In der ganzen Debatte um den Aufruf zum Ungehorsam sollten wir viel ernsthafter das christliche Verständnis des Gehorsams thematisieren. Eines ist klar, die Schüler Jesu, seine Jünger, können selber nur Lehrer des Glaubens werden, wenn sie von Herzen gehorsam sind, nämlich hörend auf den Willen und das Wort Gottes. Doch nun weiter Kardinal Ratzinger. Nun ist da noch etwas sehr Wichtiges. Der Gehorsam hat einen sehr konkreten Inhalt. Paulus bezieht ihn auf den Typos von der Lehre, dem ihr übergeben worden seid. Der Apostel weist damit auf das Glaubensbekenntnis beziehungsweise auf eine katechismusartige Formulierung der Lehre hin, die der Inhalt der Taufe ist. Typos der Lehre, sagt Paulus. Die Taufe ist ein Ritual, aber sie ist sehr viel mehr. Sie ist ein inhaltlicher Vorgang. Es ist das Eintreten in eine gemeinsame Form, in ein gemeinsames Glaubensbekenntnis, in den Glauben der Kirche. Der Glaube hat sehr konkrete, für jedermann verständliche, inhaltliche Aussagen. Die Aussagen des Glaubens, erklärt Kardinal Ratzinger, mit einer ganz hilfreichen Unterscheidung, die mir sehr einleuchtet. Er sagt, die Glaubensaussagen sind unerschöpflich, aber nicht unfassbar. Sie sind unerschöpflich, wir sind nie am Ende. Das Geheimnis Jesu, das Geheimnis Gottes, unerschöpflich. Aber die Aussagen darüber sind nicht beliebig. Die Glaubensgeheimnisse sind unerschöpflich und, so fügt Ratzinger hinzu, daher immer neu zu vertiefen. Aber sie sind nicht unbestimmt, sodass jeder damit machen könnte, was er will. Glauben, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, das ist etwas ganz Bestimmtes, auch wenn es unerschöpflich ist. Das wird noch durch eine andere Besonderheit des Paulustextes deutlich. Paulus sagt etwas ganz Eigenartiges. Nicht die Tradition wird dem Täufling übergeben, sondern der Täufling der Tradition. Sie wird nicht sein Eigentum, sondern dass er beliebig gestalten kann, sondern er wird ihr Eigentum. Sie ist die größere Form, die ihn gestaltet und nicht umgekehrt. Paulus sagt, ihr wurdet dem Typos der Lehre übergeben. Nicht wir sind die Eigentümer des Glaubens, sondern wir werden dem Glauben übereignet.
Wie der Jünger nur Schüler Jesu werden kann, wenn er sich ganz dem Meister übereignet, anvertraut, sich von ihm prägen lässt, so kann er erst recht nicht Lehrer sein, wenn er sich nicht ganz der Lehre Jesu übergeben hat. Die Lehre Jesu ist das Maß, der Richtstab, die Richtschnur, der Kanon der Lehre. Für mich als jungen Theologiestudenten war das ein einschneidendes Erlebnis. Und ich möchte Ihnen das als persönliches Zeugnis sagen, wie ich das erlebt habe, nämlich wie ich das innerlich erfasst habe. Wir hatten in Fribourg eine charismatische Gebetsgruppe. Das waren die Jahre, wo die charismatische Erneuerung noch sehr jung war. Und ich war in dieser Gebetsgruppe einfaches Mitglied. Ich als Pater und Universitätsprofessor. Die Gebetsgruppe wurde von einem Mann geleitet, der François Bettig hieß und der ein Gärtner war. Und er war mir ein echter Lehrer. Ein Lehrer in Sachen Jesu. Nicht nur wegen seiner nüchternen, tiefen Frömmigkeit, sondern auch wegen seinem ganz sicheren Gespür für das, was der Glaube lehrt und was nicht zum Glauben gehört. Dieses ganz sichere Gespür und Wissen um die Lehre des Glaubens. Diese klare Lehre hatte er nicht vom Universitätsstudium. Er hat nicht studiert an der Uni. Er hatte nicht Theologie studiert, sondern er hatte eine innere Kenntnis. Die kam aus einer langen Glaubenserfahrung, aus einem tiefen Gebetsleben, aus einer gelebten Vertrautheit mit dem Herrn. Wenn François von der Eucharistie sprach, dann wusste ich, er spricht von der Wirklichkeit. Wenn ich Vorlesungen über die Eucharistie gehalten habe, was ich oft gemacht habe, akademische Vorlesungen, da war sehr viel Wissen, sehr viel Historisches, Theologisches, Reflektiertes. Aber mir war immer klar, der François, der Leiter unserer Gebetsgruppe, der weiß, wovon er spricht, wenn er von der Eucharistie spricht. Es war ihm keine angelernte Theorie, sondern gelebte Kenntnis. Natürlich kannte er seinen Katechismus, zumindest damals lernten die Leute in der Jugend noch, in der Kindheit, den Katechismus. Ich denke, das ist auch heute eine der großen Nöte unserer Generationen, dass wir diese Grundkenntnisse, die man früher durch den Katechismus bekommen hat, auch formelmäßig nicht mehr hat. Ich denke, manche Begegnung mit jungen Muslimen, mit welcher Präzision die ihren Katechismus aufsagen können, sicher angelernt, aber sie kennen es. Unsere jüngere Generation hat diesen Halt nicht mehr mitbekommen und tut sich dementsprechend schwer, zu sagen, was eigentlich Kern der Lehre Christi ist, worin sie besteht und was sie konkret auch an Formulierungen bedeutet. Aber bei unserem Gärtner François war das nicht nur Katechismuswissen. Ich habe oft darüber nachgedacht, auch theologisch sozusagen vom Fach her, was war das eigentlich? Und in diesem Nachdenken war für mich die Silvesterpredigt von Kardinal Ratzinger damals, 1979, ein Schlüsselerlebnis. In seiner Auseinandersetzung mit Hans Küng bezog sich der Münchner Erzbischof auf die Tageslesung vom 31. Dezember, Sie können das
im Schott nachlesen. Das ist eine Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Und dort heißt es: Meine Kinder, es ist die letzte Stunde. Ihr habt gehört, dass der Antichrist kommt, und jetzt sind viele Antichriste gekommen. Ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr wisst alles. Die Lutherbibel übersetzt: und habt alle das Wissen. Wer leugnet, dass Jesus der Sohn ist, hat auch den Vater nicht. Wer bekennt, dass er der Sohn ist, hat auch den Vater. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, das soll in euch bleiben. Wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. Dies habe ich euch geschrieben über die, die euch in die Irre führen. Für euch gilt, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr braucht euch von niemand belehren zu lassen. Alles, was eine Salbung euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Bleibt in ihm, wie es euch seine Salbung gelehrt hat. Kardinal Ratzinger zeigt dann in dieser sehr langen Predigt, was die konkrete Situation ist, die der Apostel Johannes in diesem Brief im Blick hat. Die Gnosis, die damals aufkommende Lehre, in der man versucht hat, für die Gebildeteren das Christentum symbolisch zu interpretieren. Gottessohnschaft, jungfräuliche Empfängnis, Kreuzestod, Auferstehung, leeres Grab, alles nur symbolisch, die Wunder Jesu, nur symbolisch. Für die feineren Geister, die Gebildeteren, wollte man nicht etwas Rohes, Wörtliches, wie das die primitiven Leute sahen. Das war etwas für feinere Geister. Ein Christentum, das dem Zeitgeist, dem damaligen, eingängig war. Genau diese Situation zeichnet Kardinal Ratzinger als das, worum es in der Auseinandersetzung mit Hans Küng ging. Ist das Christentum, ist die Lehre von Jesus für die Primitiven etwas Wörtliches und für die Gescheiteren, die Gebildeten, etwas Symbolisches? Sind nur die einfachen Gläubigen so primitiv, dass sie glauben, dass die Wunder Jesu wirklich so geschehen sind, dass er wirklich von der Jungfrau Maria empfangen wurde vom Heiligen Geist, dass er wirklich leiblich auferstanden ist, wie es das heutige Tagesevangelium uns sagt? Genau um diese Auseinandersetzung ging es. Ich erinnere mich an eine liebe Verwandte, die damals das Buch, das Erfolgsbuch Christsein las von Hans Küng, und am Schluss sagte: Dieses Buch hat mich von vielem befreit. Dann habe ich sie gefragt: Wovon hat es dich befreit? Und dann hat sie aufgezählt, ja, dass Jesus von der Jungfrau Maria empfangen sei und dass die Wunder wörtlich zu nehmen sind und dass er da leiblich auferstanden ist. Dann habe ich sie gefragt: Und was bleibt dann am Schluss übrig? Da war sie dann sehr nachdenklich und hat gemerkt, diese Befreiung ist das Ende des Glaubens. Da geht es wirklich um das Wesentliche. Bleibt vom Christentum nur ein allgemeines Weltethos übrig? Ein allgemeiner Humanismus, der mit christlichen Worten verbrämt wird? Jetzt hat Hans Küng seinerseits ein Jesusbuch herausgegeben in Konkurrenz zum Papst und hat in ganz bescheidener Weise gesagt, für die primitiven Leute, die sollen das Jesusbuch von Ratzinger lesen.
die Gebildeten werden meines lesen. Die Formulierung war ungefähr so. Zurück zur Predigt von Kardinal Ratzinger, und wir müssen schauen, dass wir zum Schluss kommen. Dieses Verächtlichmachen des einfachen Glaubens durch die Intellektuellen und ihre Auslegungskünste stellt Johannes den Satz entgegen: Ihr habt die Salbung und ihr alle seid Wissende. Ihr kennt die Wahrheit, die Salbung bleibt in euch und ihr braucht euch von niemand belehren zu lassen. Und Ratzinger erklärt, Johannes meint mit der Salbung zuerst Christus selber. Ihr habt Christus, den Gesalbten, und ihr braucht euch nicht belehren zu lassen. Er selber lehrt euch. Ihn zu haben, ihn zu kennen, ihn zu lieben, das ist der Weg, seine Lehre zu kennen. Er ist diese Lehre in Person. Aber das Wort Salbung bezieht sich auch auf die Taufe. Die Taufe übermittelt uns den gemeinsamen Glauben. Was Johannes hier schreibt, ließe sich auf die Formel bringen: Nicht die Gelehrten bestimmen, was an dem Taufglauben wahr ist, sondern der Taufglaube bestimmt, was an den gelehrten Auslegungen gültig ist. Nicht die Intellektuellen messen die Einfachen, sondern die Einfachen messen die Intellektuellen. Nicht die intellektuellen Auslegungen sind das Maß für das Taufbekenntnis, sondern das Taufbekenntnis in seiner naiven Wörtlichkeit ist das Maß aller Theologie. Der Getaufte, im Taufglauben Stehende, braucht keine Belehrung. Er hat die entscheidende Wahrheit gefunden und trägt sie mit dem Glauben selbst in sich. Das war meine Erfahrung mit dem François Bettig. Der hatte die Salbung, der wusste. Nicht durch intellektuelles Studium, so kostbar das ist, so begeisternd es ist zu studieren, aber die tiefe Quelle, auch im Theologiestudium, bleibt immer die lebendige Begegnung mit dem Herrn. Und das war meine Erfahrung als junger Theologieprofessor, gerade durch diese Gebetsgruppe. Viel studieren, zweifellos, wichtig, auch für mich beglückend. Und doch die entscheidenden Einsichten in der Theologie, die kamen mir aus dem Gebet, aus dem Zeugnis des Glaubens der Einfachen. Und nun sagt Kardinal Ratzinger etwas ganz Entscheidendes, damit kommen wir fast schon zum Schluss. Das kirchliche Lehramt schützt den Glauben der Einfachen. Derer, die nicht Bücher schreiben, nicht im Fernsehen sprechen und keine Leitartikel in den Zeitungen verfassen können. Das ist sein demokratischer Auftrag. Es soll denen Stimme geben, die keine haben. Für mich war das damals, ich war ganz junger Professor, war das ein Schlüsselerlebnis. Die Aufgabe des Lehramtes und auch die Aufgabe der Theologie ist, den Glauben der Einfachen zu schützen. Und ihnen zu sagen, das, was der Herr dich lehrt, das, was die Salbung dich lehrt, das stimmt. Und du brauchst dich nicht dafür zu schämen, dass du glaubst, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist und dass er für uns gestorben und auferstanden ist. Ich durfte diese Erfahrung in meinem Studium, in meiner Lehrtätigkeit als Professor machen. Die Stimmigkeit des Glaubens erfahren wir bei den Einfachen. Der heilige Thomas spricht immer von der Vetula, der einfachen Witwe, der armen Frau, bei der der Professor in die Schule geht, um zu erfahren, was die Lehre des Herrn ist. Ich komme zur Ausgangsfrage zurück. Wie werden die Jünger, die Schüler Jesu, zu Lehrern des Glaubens?
Nun, ich glaube, ich habe die wichtigsten Elemente gesagt. Zuerst und vor allem einfach in die Schule des Meisters gehen. Wir haben nie ausgelernt, ihm nachzufolgen. Die Vertrautheit mit dem Leben Jesu, dem Evangelium, die Vertrautheit mit ihm im Gebet, das ist die eigentliche Quelle, um Lehrer des Glaubens zu sein. Aber ein letztes muss ich noch hinzufügen. Jesus hat nicht nur gesagt, lehrt sie alles halten, was ich euch gesagt habe. Er hat auch gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das Wort Zeuge ist im Griechischen Martys. Martys, Martyrer, Märtyrer. Das war heute das Tagesevangelium. Ihr seid Zeugen davon. Die Lehrer sollen nicht nur lehren, sondern sie sollen Zeugen sein. Es gibt ein berühmtes Wort von Papst Paul dem VI. Und mit dem möchte ich schließen, das in Evangelii Nuntiandi in seinem großen Schreiben über die Verkündigung heute, Verkündigung des Evangeliums aus dem Jahr 1975 steht. Dort sagt er, der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er auf Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Dieses oft zitierte Wort von Papst Paul dem VI. Ist nur ein Echo auf das Wort Jesu. Ihr werdet meine Zeugen sein. Was heißt das, Zeuge sein? Nicht für alle ist es die Berufung zum Martyrium, aber für alle ist es die Berufung, öffentlich für den Herrn einzutreten, sich öffentlich zu ihm zu bekennen. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Auch wenn nicht alle zum Martyrium berufen sind, so sind wir doch alle zum Zeugnis berufen. Zu diesem gehört das Kreuz, das wir täglich auf uns nehmen sollen in der Nachfolge. Aber ich schließe mit dem Wort, mit dem wir begonnen haben. Der Auftrag Jesu lautet, lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Danach steht das Wort, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Die nächste Katechese ist schon am 13. Mai, am Fatima-Tag, fügt sich schön, und da geht es um den Heiligen Geist als inneren Lehrer. Es segne und beschütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.